Jetzt überlege ich gerade, das ist ja das Hauptkönigreich von denen. Na komm, mach ich das erstmal. Schatten im Nebel. Nach Sedgs Niederlage bedrohen die Floraner Emmerich nun erneut. Ich bin der Herrscher dieses Waldes. Der Finsterwald ist die Heimat und das Jagdgebiet meines Stammes. Warum betretet ihr unser Land bewaffnet und in voller Rüstung? In glänzendem Stahl mit Schilden und Schwertern. Seht ihr, grünen Daumen? Sie sind Eindringlinge. Sie sind gekommen, um Floraner zu töten. Sedge, das ist die Aufgabe eines grünen Daumens. Eure Invasion endet hier, Menschenvolk. Ich werde die Floraner um jeden Preis verteidigen. Okay. Oha! Kommt er hier mit Riesenbäumen? Warum ist er zuerst am Zug? Das finde ich auch unfair. Oh, wir haben Riesenkatapulte. Geil. Diese Finsterriesen sind nicht zu unterschätzen. Wir sollten versuchen, sie mit unseren Triebböcken auf Distanz zu halten. Unsere Triebböcke können sich zwar nicht im selben Zug bewegen und angreifen. Dank ihrer Reichweite und Durchschlagskraft werden sie unseren Gegnern allerdings äußerst gefährlich. Natürlich können die Triebböcke nichts angreifen, was sie nicht sehen. Ist logisch. Wir sollten daher Kampfhündchen in die Berge schicken, um unsere Sichtweite zu erhöhen. Zerstöre die gegnerische Festung oder besiege Gründaumen. Jawohl. Jawohl. Rums. Bumm. Oh ja, das hat sich gelohnt. Mächtige Fernkampfeinheit kann sich entweder bewegen oder angreifen. Kritische Treffer bei maximaler Reichweite. Wow. Und die sind gegen fast alles starke. Außer jetzt nur gegen Riesen, Kavallerie, also Rittern und selbst gegen Triebböcke. Okay. Wie teuer ist... Boah, 1000. Oh, lalala. Ist ein bisschen viel. Ich hoffe, die schaffen den jetzt. Aber der hat nicht mehr so viel Leben. Was? Der überlebt das noch? Oh Mann. Okay, komm. Die müssen den aber jetzt schaffen. Komm. Gut. Komisch, ich kann aber immer noch keine Magier bauen. Okay. Oh ne, die kosten 500. Okay. Finde ich ein bisschen eigenartig. Oh, wenn es so rumst, dann ist auf jeden Fall wieder ein Riese unterwegs. Jetzt muss man natürlich ein bisschen strategisch vorgehen. So, da oben wäre das nächste Gebäude. Okay. Nicht zu weit nach vorne schicken.
Das war klar. Aber gut, dass du den Helden angreifst. Jo, sind zwei schon mal weg. Ah ja, da ist der Riese. Gut. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, wie mache ich das hier oben jetzt? Muss ich das halt so machen. Lightning Blast! Na, ich baue meinen Ritter. Okay. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob wir im späteren Verlauf auch irgendwie so Rieseneinheiten bauen können. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ja, jetzt greifen alle meinen Helden an. Aber ihr schwächt euch ja deswegen selber extrem dadurch. Oh, scheiße. Mein Tresor. Bums. Jo. Perfekt. Das war ein bisschen übertrieben, aber ist egal. So. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Können die Hunde eigentlich auch die angreifen? Ja, tatsächlich. Okay. Die übernehmen das natürlich. Wer hätte es auch gedacht? 100% haben... Ne, Krypto erstmal den Bogenschützen an. Oh, da ist ein Ritter, den ich gesehen habe. Bums. Mal Zug. Mal gucken, was der Gegner jetzt macht. Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ihr mein Volk bedroht. Gott, wie sehen die aus? Süß.
Waren das jetzt irgendwie Widder oder Ziegen oder was auch immer? Ums. Da kommt schon wieder ein Riese. Okay. Ums. This should do the trick. Boah, ernsthaft. Dann machen wir das dazu. Das ist eingenommen. Da ist der... Scheiße. Oh, der greift bestimmt jetzt meinen Hund an. Nee, doch. Ja, okay, aber eine andere Runde. Autschi. Okay. Ernsthaft? 3 gegen 1 und ihr seid nicht fähig, ihn zu machen. Wow. Ja, immerhin, meine Kampfhunde schaffen das. Das nehmen wir auch mal ein. Jawohl. Jo, wie mache ich das jetzt? Das nehmen wir auch mal schnell ein. So, 87%. Oh Gott, nee, 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 nee. Ja, das war doch gut. Das war echt gut. Tja, meine Hunde haben bloß einen Verteidigungsbonus. Jetzt weiß ich, glaube ich, was das bedeutet, das Ausrufungszeichen. Dann haben die die Einheiten entdeckt, aber noch nicht angegriffen oder sowas ähnliches. Ups. Boah. Extrem mächtige Einheit landet kritische Treffer,
wenn die eigenen TP bei oder unter 40% liegen. Autschi. Ah, das ist Gründaum. Ja, der weiße Häuptling, der Floraner, kann Pflanzen befehligen und nutzt diese Macht im Kampf. Toll. Das ist nicht so gut. This should do the trick. Ich liebe das, wenn eine Einheit immer nur überlebt. Ich liebe das. Prozent noch, ey. Das ist echt viel. So. Genau. Ja. Na, einer hat es mal wieder überlebt. Das ist ja nichts Neues. Jetzt ist nur die Frage, können die Triböcke auch gegnerische Gebäude angreifen? Ja, können die. Müsste ja eigentlich auch ganz schön wehtun. Ja. So, dann kann ich das in der nächsten Runde auch einnehmen. Sehr gut. So, jetzt ist der Gegner dran. Ums. Und lass doch meine Runde in Ruhe. Grünen Daumen. Da ist ein zweiter Riese unterwegs. Super. Ich bin begeistert. Bums. Wow, direkt alle vier Tote. Das gefällt mir, das sehe ich gerne. Oh ja. Schnell einnehmen. Muss mal gleich gucken, wie viele Gebäude ich schon eingenommen habe. Oder ich insgesamt schon habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Nö, 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 nö. Lass meinen Triebbock in Ruhe. Überlebt das noch. Das gibt's nicht. Ei. Oh, der hält was aus. Der hält was aus. Okay, interessant. Hey, zwei Hunde töten einen Riesen. Geil. Das dürfte eigentlich auch wehtun. Oh ja. Das war klar. Forward. This should do the trick. So, ich hoffe, dass ich in dem Zug jetzt Grünen Daumen besiegen kann. Sehr schön.
und gewonnen. You were simply outmatched. Rums. Ein harter Kampf, aber wenigstens ist er zu Ende. Ihr seid stark, Kommandant, aber dieser Wald ist mein Zuhause. Ich werde euch mit all seiner Macht zerschmettern. Wartet, wartet, wartet. Macht doch nicht gleich so ein Drama. Drama? Nuro, ich bin froh, dass ihr hier seid. Diese Eindringlinge sind was? In einen Wald gewandert? Diese Eindringlinge sind Flüchtlinge aus Kirchenstein. Nein, Nuru, diese Leute haben Zetsch angegriffen. Zetsch wurde nicht angegriffen. Er war's, der angefangen hat. Einer meiner Späher hat alles beobachtet. Und Gründaumen sind... Das sind nicht einfach irgendwelche Flüchtlinge. Wenn ich mich nicht irre, steht eine leibhaftige Königin vor uns. Ihr seid Königin Mercia? Das bin ich. Und es ist wahr, wir sind nur auf der Durchreise nach Himmelsang. Zedge? Was habt ihr dazu zu sagen? Nuru. Nuru lügt. Was? Du stinkender, schleimiger, schäbiger Schuft. Das reicht, Nuru. Zedge? Wenn unsere Gäste abgereist sind, möchte ich ein Wörtchen mit euch reden. Wartet im... Was? Wartet im Schwemmwald auf mich. Geht jetzt. Aber Sage ist... Jetzt! Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich hoffe, ihr könnt mir und meinem Volk die Unannehmlichkeiten vergeben, die wir euch bereitet haben. Ihr kamt in Zeiten der Not zu uns und wurdet angegriffen. Bitte vergebt mir. Wir nehmen eure Entschuldigung an. Ich danke euch. Heißt das, dass ihr uns helfen wollt? Lasst ihr uns den Finsterwald durchqueren? Kirchenstein wurde von Horden aus Höllheim überrannt. Es kann nicht mehr lange dauern, bis sie auch im Finsterwald sind. Natürlich dürft ihr den Wald durchqueren. Und was diese Horden angeht, meine Krieger und ich werden unser Bestes geben, sie an unserer Grenze abzuwehren. Ihr wollt wissen, dass ihr in mir einen Verbündeten habt. Das ist gut zu hören. Und obgleich ich hierbleiben muss, um den Wald zu verteidigen, hoffe ich, dass Nuru unsere beste Jägern euch auf eurer Reise wird erledigt. Merci, alter Mann, und ich komme mit euch. Alter Mann. Wie nett. Wir ziehen also nach Osten? Genau. Wir müssen durch die verlorenen Lande reisen, um nach Himmelsang zu kommen. Die verlorenen Lande, das klingt so geheimnisvoll. Sie sind eher gefährlich als geheimnisvoll. Nun ja, vielleicht ein bisschen von beidem. Übrigens, das ist Emmerik, mein königlicher Berater. Haha, kein alter Mann mehr, verstanden. Ja, dich nenne ich weiterhin Hund. Süß.